Servus, grüßt euch und hallo, sagt der DJ Nick. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mad Games Tycoon 2, jawohl, bei Pixel Games. Links unten in der Ecke steht's. Falls irgendjemand vergessen hat, wie ich diese Firma benannt habe und ich mich selber nicht mehr daran erinnern kann, links unten steht's. So, wir haben zwei Spiele noch am Lauf. Ich bin total begeistert, weil ja, das MLB Baseball. MLB heißt übrigens Major League Baseball, ne? Also Major League Baseball, Baseball. Okay. Ist ganz gut, könnte besser sein, aber okay, wir laufen schon auf Plus. Unser Puzzle Me ist total gut gegangen. Da könnte man sich echt überlegen, ob man vielleicht so eine, ja, was weiß ich, so eine Folge macht. Was ich aber jetzt auf alle Fälle machen möchte, ist, könnte nochmal Update machen. Machen wir zuerst eins für. Ich will jetzt erst noch mal ein bisschen warten, wie die Spiele gehen und dann vielleicht ein neues Mal. Außerdem, der Plan war auch, weil er macht, unser Entwickler arbeitet gerade an einem Rollenspiel und dann würde ich ganz gerne, ich habe mich noch mal so ein bisschen eingelesen in das Ganze, würde ich ganz gerne das Untergenre noch freischalten. Ich glaube, dass das immer ein paar Prozentpunkte bringt. Okay, also, lassen wir die beiden, weil die eh nichts zum Tor haben, machen wir ein Kosten, wir könnten auch ein kostenpflichtiges, achso, Add-on machen für Puzzle Me. Na, machen wir nicht. Wir machen nur mal ein, da machen wir nur mal hier Max Max. 7.000 ist echt in Ordnung. Also 7.000 ist ja kein Geld, wir haben eine halbe Million. Sollen die das dabei mal machen? Dann geben wir dem Ganzen nur mal einen Schub. So, und wir starten. Alles klar. Ah, jetzt kommen wieder die berühmten plop, 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 plop. Ich hoffe, ihr seid echt damit einverstanden, dass ich keinen Sound habe laufen. Ich habe gestern wirklich nochmal probiert und das war grauenhaft. Also weiß ich nicht, der Sound. Und aus Lizenzgründen kann ich halt leider keinen eigenen Sound. Ich meine, irgendein Chill-Out-Sound geht natürlich immer, aber geht halt leider nicht. So, okay. Schauen wir mal, ob bei Puzzle Me das was gebracht hat. Und dann würde ich sagen, werden wir sogar für Baseball machen wir auch gleich eins. Das glaube ich, da haben wir noch keins, glaube ich, gemacht. Gell? 6.000. Das ist okay. Oh, was haben wir denn da? Oh, 8.000 für einen kleinen Messestand. 20.000 ist mir zu teuer. Bei. Aber das werden wir nicht mehr reinspielen. Die Frage ist ja immer, spielen wir die Kosten dann mit diesen beiden? Wir können ja diese beiden Spiele vorstellen. Spielen wir die Nummer rein. Also ich mache einen kleinen Messestand und House Baseball wird gefeatured. Durch das, dass es jetzt ganz neu ist. Ja, wir kriegen ein paar Fans, das ist immer gut. Wunderbar. Und dann sollen die da weiter einfach am, ja, eben, genau, am Add-on arbeiten. Du brauchst mal ein bisschen lang für das Rollenspiel. Zögere noch, mehr Leute einzustellen. Ich will einfach mal ein bisschen mehr Kohle im Sack haben. Okay, also man sieht hier ganz leicht, ist wieder nach oben gegangen. Ich würde nicht so lange draufbleiben, sonst kommt immer dieses blöde lange Ding. Also rechts bin ich hier bei den Spielen. Ihr seht die Maus ja. Hier rechts, es hat sich anscheinend doch ein bisschen was gebracht. Und Puzzle Me ist ja super. Das verkauft sich echt wie Sau. Ah, da, wunderbar. MLB Baseball, sehr schön. Wunderbar, passt. Ja, man könnte eigentlich nur mal als Testzwecke. Wie ist denn das kostenpflichtiges Add-on für Puzzle Me? Aha, er macht alles nur mal gleich. Add-on, genau, kein Standalone. Puzzle Me Add-on, wir ändern nichts. Achso, wir müssten. Ah, verstehe, okay. Es ist ein Geschicklichkeitsspiel. Neue Spielewelten ist gut. Neue Kampagne finde ich auch gut. Spielmodi finde ich auch gut. Herausforderungen sowieso. Ach so, man sieht es an den Sternen immer nur mit Gameplay-Mechaniken. Nein, würde ich jetzt nicht nehmen. 23.000. Das ist, finde ich aber schon voll. Weil jetzt alles machen, sind wir bei 37.000 Entwicklungskosten.
Ich mache es jetzt und ich mache es deshalb, weil ich einfach die Erfahrung sammeln muss. Wahrscheinlich wird es uns ein bisschen Geld kosten am Ende, aber ich mache es jetzt trotzdem. Leute, macht es mal und Immobilienpreis. Oh, okay. Warte mal. Kosten dann das jetzt? Haben wir nicht. Mist. Dann können wir es uns leider nicht leisten. Das ist mir jetzt definitiv noch zu viel. Macht ihr mal, okay. Ich hoffe, dass ihr da jetzt nicht zu viel Bugs produziert, aber das geht eigentlich recht schnell. Sehr schön. Ja, macht mal. Oh, Moment, warte mal. 60 bis 80 ist super. Ist doch. Ja, macht mal weiter. 11 Bugs, das sollte eigentlich recht schnell gehen. Sag mal, ey, du brauchst immer mit dem Rollenspiel echt lang her. Über 1000 Fans haben wir schon. Sau gut. Und mit dem Geld, das schaut auch ganz gut aus. Ah, Puzzle Me wird jetzt gleich einbringen. Das werden sie jetzt gleich vom Markt nehmen. Ah, ich befürchte fast. Nochmal ein kostenpflichtiges Add-on. Puzzle Me. Achso, machen wir ja jetzt. Stimmt. Also, Update. Ach, würde jetzt sagen, hätte jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr viel gebracht, oder? Aber ich bin auch vom MLB Baseball eigentlich total angenehm überrascht. Da geht ganz schön was. Ich hätte das Add-on Puzzle Me gerne noch auf den Markt gebracht, bevor das Spiel runtergenommen wird. Aber jetzt wird es gleich soweit sein. Ja, ich könnte jetzt auch Stufe schneller schalten, wui, aber eigentlich nicht. Habt ihr es eilig? Ich nicht. Wui, das alles schön verfolgen. Gut, jetzt am Anfang konnte ich es fast verstehen. Es ist noch da. Es ist noch da. Er hat es noch nicht vom Markt genommen. Kommt, Leute, haut die 3 Bugs jetzt noch weg. Hier, da steht die, hier sind die 3 Bugs hier. Die müssen noch weg. Ah, schade. Okay, aber vielleicht haben wir es gerade gut abgepasst, dass wir jetzt das hinterher schieben. Das ist ja noch für ein Apple 1, oder? Ja, es macht ja eh keinen Sinn mehr. Wir sind ja schon auf dem Apple 2 unterwegs und müssen uns dann auch überlegen, ob man nicht jetzt den. Darauf schauen wir jetzt einmal schnell nach. DevKits. Das Atari DevKits, ja, es hat mittlerweile einen Marktanteil von 75%. Das ist natürlich der Wahnsinn, wenn man die anderen anschaut. Hier 11%, 10%, 16%, 1%. Was hat denn der Apple II? 82%. Bleiben wir im Moment beim Apple II, oder? Macht keinen Sinn, das auf beiden rauszubringen, oder? Dann kaufen wir uns den DevKit erst, wenn sich das wirklich lohnt. Würde ich jetzt so sagen. Da habe ich jetzt auch zu wenig Erfahrungswerte. Aber die Einnahmen sprudeln. Super. Okay. Ja, bist jetzt endlich fertig mit deinem Rollenspiel. Gut. Also, jetzt nochmal was anderes. Was haben wir für Genre-Strategie? Das muss jetzt warten. Ich würde tatsächlich gern. Oh, Passwort selbst wäre wichtig. Würde aber jetzt wahnsinnig gern untergehen. Das war das. Das soll angeblich, soll das wirklich einiges bringen. Und das würde ich mir jetzt diese 50.000 kosten lassen. Mach du das einmal bitte. Dann machen wir weiter. Halt auf, falsche Taste. Okay. Wir haben das Add-on 144, das ist ja der Wahnsinn. Schaut mal das an, das hat ja alles nochmal richtig draufgesetzt, haben wir da nochmal. Dann geben wir das an den Publisher, das bleibt dann der gleiche, das kann man nicht ändern. War auch nur für ein Apple 1.
passt. 71% ist super. Wunderbar. Das bringt uns nochmal wirklich gutes Geld. Schaut mal, das hat uns nur 42.000 gekostet. Passt wunderbar. Sehr schön. Und dann macht ihr hier bitte nochmal ein Update für Baseball. Kostet was? 1000. Kokotema, bis er fertig ist mit dem Untergenre. Gut, sehr schön. Ich finde, wir arbeiten im Moment ganz gut. Ja, für ein neues Spiel wird es Zeit. Bin ich vollkommen eurer Meinung. Ich warte jetzt wirklich nur noch ab mit dem Untergehen. So, Auftragsarbeiten könnte man eigentlich auch mal machen. Kurzauftrag gibt Geld. 8 Wochen, 9 Wochen, 5 Wochen. Ladezeit optimieren. Arbeitsaufwand 2,2, gibt 11.000. Wollen wir das einmal schnell ausprobieren? 5 Wochen. Ich habe noch kein Gefühl dafür. Arbeitsaufwand, was das bedeutet, 2,2. Wisst ihr was, das mache ich jetzt, weil da gibt es jetzt keine Strafe dafür. Moment, war das jetzt alles? Das hat ja nicht einmal eine Woche gedauert. Und hat uns tatsächlich Geld gebracht, und zwar viel, okay. Na denn, bis er mit seinem Untergehen fertig ist, machen wir doch noch was. Ist ja witzig. Es geht also nicht Arbeitgabetermin. Aha, aber wie schnell die Leute sind, das schafft man ja dann alles. Ja, behaupte jetzt mal. Dann nehmen wir nochmal einen kleinen User Interface erstellen für Atari, 7 Wochen. Auf geht's. Ja, super. Also da kommen wir echt gut. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, da muss man noch ein bisschen ran, da muss man mal hoffen, dass das Add-on noch geht. Können wir fürs Add-on eigentlich auch ein Update machen? Ja, das geht sogar. Machen wir jetzt auch nochmal. 1000 passt. Haben wir ja gerade locker verdient mit unserer Kurzarbeit. Das ist ja witzig. Zumindest haben wir nicht das schlechteste Spiel des Jahres. Das ist doch schon mal schön. Irgendwann stehen wir da auch. Okay, ihr seid schon fertig. Dann machen wir noch Auftragsarbeit. Auftragsspiel würde ich mal jetzt nicht zutrauen. Was ist denn mit was Teurem? Wie lange brauchten ihr da? Als Strafe 4000 ist ja eigentlich auch nichts. Dann probieren wir mal das Teure. Weil das geht ja genauso schnell. Ist ja super. Okay. Ja, jetzt bin ich ganz baff. Muss ich echt sagen. Das Addon hat auch was gebracht. Jetzt ist die Frage, ob man nicht langsam wirklich, ich meine, wir haben schon fast 1 Million, ob man nicht nur einen zweiten Wissenschaftler einstellt, weil der braucht mir ein bisschen zu lang. Also mit knapp 1 Million Dollar könnte man eigentlich schon nur einen vierten Mitarbeiter einstellen, oder? Ich meine, zur Not kann man auch wieder feuern. Ja, die zweite macht das ja super. Und also wenn das mit den Auftragsarbeiten, ja gut, die sind natürlich auch irgendwann einmal wieder zu Ende, die Auftragsarbeiten, gell? Auf alle Aufträge automatisch abarbeiten. Will ich jetzt nicht drücken, ich würde das schon irgendwie selber ein bisschen in der Hand haben. Macht man nochmal hier so einen Kurzauftrag, bitte. Und was macht denn der noch alles? Machen die Wissenschaftler, machen aber nicht die. Okay, macht ihr das mal kurz fertig? Mir ging es um eine eigene Engine. Macht denn das eigentlich? Engines entwickeln hier. Eine Engine. Für wird man uns das trauen mit 1 Million?
für Rollenspiel. Ich schaue mir das jetzt nochmal schnell an. Spezialplattform wäre dann der Apple II. Engine zum Verkauf anbieten. Eigentlich nicht, gibt es Beteiligung. Ja. 8%. Features. Ja gut, okay. Also mit diesen beiden Features, das ist natürlich schon ein bisschen wenig. Okay. Na gut, wollte ich mir jetzt nochmal schnell anschauen. Dann macht ihr bitte noch die Auftragsarbeiten dabei, bis er jetzt fertig ist. Und dann wird es wirklich Zeit für ein neues Spiel, Freunde. Also kommt. MLB Baseball geht jetzt auch bald vom Markt. Das Puzzle Me Add-on hat sich ganz gut ausgezahlt. Das läuft zumindest auf Plus. Du hast nun genügend Vermögen, um Lizenzen zu erwerben. Selbst Spiele mit Gameplay-Schwächen verkaufen sich respektabel, wenn sie eine offizielle Lizenz besitzen. Verstehe, okay. Also sowas wie Batman wäre jetzt eine Lizenz. Gibt es denn die Lizenzen erwerben? Kaufen? Aha, was ja. Okay, die kosten aber ganz schön viel. X-Men kostet 1 Million. Ein Spiel, 4 Spiele. War ein Peace. Spannend. Ab 18. Bilitis. Ein Film war das anscheinend. Dungeons & Dragons Brettspiel. Natürlich gigantisch. Okay. Das muss man auf alle Fälle beobachten. Old Wives for New. Eine Filmlizenz. Denkspiel. Haben wir die Denkspiel schon? Wir könnten sie mal probieren. Kurz mal schnell Pause. Denkspiel haben wir doch schon. Denkspiel. Ach so, aber Beliebtheit, das geht, ist im Trend, aber die Marktübersättigung ist hoch. Muss man jetzt nicht so kratzen. Denkspiel. Wir sollten es versuchen, vielleicht mit so einer Lizenz. Weil die kostet ja jetzt wirklich nichts. Schau mal, dass du jetzt fertig wirst mit dem Untergenre. Lizenz erwerben, einfach mal probieren. Was sind die, diese 33.000? Old Wives for New, was weiß ich. Old Wives for New. Alte Frauen für neu. Ein Denkspiel, was auch immer das bedeutet. Okay. Ein Denkspiel. Jetzt überlege ich gerade. Was könnte man da für ein Thema nehmen? Also ich kaufe die jetzt. 30.000 ist wirklich nicht früh. Machen wir. Dann macht ihr, wisst was, ihr macht jetzt noch ein Add-on, weil das hat sich wirklich ausgezahlt, so wie es ausschaut, für Baseball. Macht's alles. 33.000, passt. Auf geht's. Haut's das raus. Ja, sie nehmen es vom Markt, oder klar. Und ich würde sogar sagen, damit uns die Zeit nicht zu sehr davonläuft. So, Moment. Eins am anderen. Also, da haben wir jetzt das Unterding. Strategie würde ich jetzt noch warten. Machen wir sowieso. Primitive 2D-Block-Grafik. Weiß ich noch nicht. Engine Features. Ja, war klar. Habe ich gerade schon mal drauf. Gameplay Features. Passwort-Saves, das machst du mir jetzt schnell, bitte, solange die hier noch arbeiten. Und ich würde sogar noch einen
neuen Mitarbeiter einstellen. Ja, also bei fast einer Million. Ach so, das Geld geht jetzt schon zurück, oder? Ja, wir verlieren Geld, weil alles insgesamt jetzt mehr kostet, als wir einnehmen. Dafür reicht einfach dieses Add-on nicht. Nur das Add-on, Puzzle Me. Aber die sind jetzt gleich fertig. Gut. Haus raus. Alles gut. Passt. Ja. Ja, geht besser, ist aber in Ordnung, bringt ein bisschen Geld. Du kannst nun deine Spiele für zwei Plattformen entwickeln. Das ermöglicht dir eine höhere Reichweite. Oh, wunderbar. Wir brauchen. Nein, jetzt passt auf. Moment, jetzt probieren wir es. Würde auf alle Fälle. Ich möchte eigentlich auf alle Fälle pro Folge immer mindestens ein Spiel entwickeln. Ob das immer klappt, weiß ich nicht. Nehmt mich da nicht beim Wort, aber jetzt schauen wir mal. Also, wir haben ein Denkspiel. Wir haben eine Lizenz. Wir haben jetzt ein Untergenre. Was könnten wir zum Denkspiel? Rennen wollen wir ja nicht. Geschicklichkeit. Immer mit. Ja, Rennspiel kriegst keins. Passt. Hauptthema. Old Wives für warme Musik. Warme Musik? Probieren wir jetzt. Ach so, das kann man das umbenennen. Okay. Gut. Wollt man soweit? Zielgruppe. Also für alle finde ich es nicht gut. Das hört mir eigentlich eher für Erwachsene an, oder? Old, ja, ich würde eher fast sagen, für Erwachsene. Old Wives for New. Das ist eher so mit Film und ins Kino gehen und so weiter, liegt eigentlich eher Erwachsenen. So. Und zwar für den Apple und jetzt holen wir uns den Dev Kit fürs Atari. So. Nehmen Atari mit. Also dann haben wir wirklich eine gute Marktabdeckung. Okay, da kann man ja nichts ändern, oder? Aber wir sind ja nur auf, wir sind ja immer auf die, was ist hier die Engine? Wir sind ja auf die Engine leider festgelegt. Alles, die Anti-Cheat und so weiter haben wir noch nicht. So, und jetzt kommt das Spannende. Also wir machen ab 12, genau. Und machen, ja, Geschicklichkeit. Also Spiellänge finde ich für so finde ich wichtig. 8. Spieltiefe für ein Geschicklichkeitsspiel. Finde ich jetzt nicht. Zugänglichkeit. Innovation. Story. Brauchen wir wichtige Story? Nein, beim Geschicklichkeitsspiel doch nicht, oder? Nö. Ja, ein bisschen. Drei, weil wir haben ja den Film. Es soll ja irgendwie ein bisschen an den Film angelehnt sein, oder? Charakterdesign eigentlich gar nicht, weil das gibt ja der Film vor. Das macht ja irgendwie, ist ja irgendwie logisch, oder? Und ja, das ist natürlich wichtig. Oh. Level- und Missionsdesign, klar, ist wichtig. So, dann. Was haben wir jetzt gemacht? Muss ich nochmal nachschauen. Für Erwachsene.
Zielgruppe für Erwachsene. Dann machen wir Zielwachse. Naja, doch, ich würde gern bei Erwachsenen bleiben, aber ich würde es trotzdem, klar, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Ein Geschicklichkeitsspiel muss ja deswegen nicht Jugend irgendwie, nö, das geht jetzt genauso. Schön schwer und entspannt. Ja. Okay. So. Gameplay, mega wichtig. Super wichtig, Gameplay. Ein Geschicklichkeitsspiel, Denkgeschicklichkeitsspiel, Gameplay, völlig klar. Grafik, unwichtig. Sound, unwichtig. Noch unwichtiger. Technik. Probieren wir so. Ich bin echt gespannt. Okay, dann. Geschicklichkeitsspiel. Joystick, logisch schon. Das auch. Pausenfunktion. Geschicklichkeit, Denkspiel, Tastatursupport. Müssen wir machen, weil wir ein Ding haben. Secrets. Denkspiel steht hier, ganz klar. Nehmen wir mit. Highscores sowieso. Checkpoints. Geschicklichkeitsspiel. Also ich halte mich da jetzt an diese Informationen, die er da gibt. Grün machen wir auch. Pausenfunktion machen wir auch. Machen wir einfach volles Rohr. Warum auch nicht? Bei Pausen für beim Geschicklichkeitsdenkspiel. Das ist Tetris zum Beispiel, finde ich, ist ein klassisches Geschicklichkeitsdenkspiel. Und in Tetris kann man keine Pause machen. Ich lasse die Pausenfunktion jetzt mit Absicht einmal weg. So, das war's. Mehr können wir nicht tun. Und sind dann bei 51.000. Ist eh nicht so viel, wie ich gedacht habe. Probieren wir's. Ich bin gespannt. Ohne Mann. Ich bin so gespannt. Auf geht's, Leute. Haut euch rein. Wir wollen schauen. Oh, es ist schon fast vorbei. Mei, oh mei. Das werden wir in dieser Folge leider nicht mehr fertig. Oh, 4 Sterne. Was bedeutet denn das, wenn da rechts 4 Sterne stehen? Dass das schon mal ganz gut läuft, oder wie? Fanartikel verkauft. Wir verfolgen einmal schnell, wie es MLB Baseball Add-on geht. Ah, die Add-ons halten uns auf alle Fälle über Wasser. So, und du, mein Lieber, bevor du gar nichts machst, Cheatcodes. Kommt für mich eigentlich nicht in Frage. Ja, machen wir hier die. Wollen wir noch einen Mitarbeiter einstellen? Fragezeichen. Wir müssen mit der Zeit ein bisschen schneller vorwärts kommen, finde ich. Ich glaube ja. Ich traue mir das jetzt. Unter der Prämisse, dass das Spiel einfach sich gut verkauft. Ui, toi, toi, toi. Also, machen wir. Wir machen noch einen, richten hier noch einen Arbeitsplatz rein. So. Gut. Was? Weiß nicht, fast nicht genau, was sie mit dem Mülleimer da meint. Ach, du sitzt glaube ich auf der anderen Seite, okay. Ja, also ich bringen immer Plus rein, die Spiele. Dann würde ich mir echt trauen, dass wir nur einen einstellen. Also schauen wir mal. Arbeitsmarkt. Und zwar ein Werber pro Beruf, Grafiker, wird immer wichtiger, Grafiker. Aber Game Designer und Programmierer sind einfach am wichtigsten. Programmieren. Haben wir, ob wir da bei Game Design irgendjemand haben mit so ein paar guten Perks, der hier.
verlangen deutlich mehr Geld, den wollen wir nicht. Programmierer, da leider keinen. Arbeiten in allen Bereichen geringfügig schneller, lässt sich nicht von verschmutzten Räumen. Nehmen wir den, ist jetzt mit 2400 auch, der hat gar keine Perks, aber dafür ist er total billig, um ein Tausender billiger. In der Woche, oder? Heißt das, oder wie? Nun nehmen wir einfach mal den. Und er? Lernen schneller. Okay, auch nicht schlecht. Dann nehmen wir den. Programmieren? Jawohl. Der Nick Borodin. Komm, Nick, komm zu uns ins Team. Würdest du mal bitte vom Chefsessel runtergehen? Ich glaube, ich spinne. Wo ist denn eigentlich der Nick, unser Chef? Der ist gerade auf dem Klon, da hockst wie du auf dem Chefsessel. Old Wives for New. The game ist fertig. Sehr schön. Bitte fortsetzen. Na, jetzt bin ich gespannt. Schafft man das noch in dieser Folge? Nein, schafft man leider nicht mehr. Dann müsst ihr euch leider überraschen lassen für die nächste Folge. Wir haben wieder aber einiges geschafft, ihr Lieben. Ja. 1979, ja, wir müssen echt ein bisschen Gas geben, denke ich, auch mit den Mitarbeitern, damit wir einfach mehr schaffen. Aber trotz Mitarbeiter läuft alles nur im Plus. Habe ich mich jetzt tatsächlich an diesen. Hey, Alter, du sitzt auf meinem Chefstuhl. Dann machen wir Pause. Sorry, lasse euch jetzt mit dem Cliffhanger auf die nächste Folge schauen und dann bin ich gespannt, wie es heute so läuft mit Old Wives for New, unser Filmlizenzspiel. Da bin ich echt gespannt. Danke fürs Zuschauen, ihr Lieben, in dieser Folge. Wir haben wieder einen großen Schritt geschafft, haben ein paar Add-ons und so weiter rausgebracht. Ist doch spannend. Schaut das nächste Mal wieder rein. Das hat mir gefallen. Das hat mir wirklich gefallen, ohne Schmarrn. Und kostenmäßig, wir haben fast 1 Million. Super. Bis zum nächsten Mal. Danke für einen Daumen hoch, wenn euch das gefällt. Komm mal reinschauen, ist doch echt ganz witzig. Der Nick spielt es wie immer recht gemütlich und nicht hektisch und gar nichts, sondern ganz entspannt bringt er seine Firma nach oben. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Servus, bleibt gesund. Ciao.